Hallo allerseits und herzlich willkommen im Wienerwald, wo ich euch jetzt aus meinem neuen Buch Verbena Hexenflucht vorlesen möchte. Es ist der zweite Teil der Verbena Trilogie und soeben im Fabulus Verlag erschienen. Die Trilogie ist als Jugendbuch empfohlen, wenn man aber Fantasy mag, hat diese Geschichte eigentlich keine Altersbegrenzung. Wie ihr sehen könnt, ist das Cover recht feurig und ebenso heiß geht es diesmal im Buch zu. Es hat auch einen schönen Buchschnitt, den ich hoffe, dass ich euch so zeigen kann. Die Verbena haben wir schon im Band 1 kennengelernt und sie ist eine Heilerin, lebt in einem mittelalterlichen Setting. Sie hat ein magisches Talent, sie kann nämlich eine mentale Verbindung zu ihrem Marder aufnehmen und diese Talente, die sind gejagt in dieser Welt. Die Verbena hat auch im ersten Band den Valerian kennengelernt. Der wurde als Verletzter zu ihnen in die Heilerei gebracht und während sie sich um ihn gekümmert hat, haben sich die beiden näher kennengelernt. Ich möchte euch jetzt aus dem ersten Kapitel einen Teil vorlesen. Das nennt sich die Nebelschlucht. Ich war wirklich zu gutmütig. Allen im Dorf war die Nebelschlucht unheimlich. Nicht nur, weil es dort nach faulen Eiern stank. Ich aber war wieder einmal dorthin unterwegs, um Nebelkröten zu fangen, und das nur wegen Wickes winziger Warze. Je näher ich dem Eingang der Schlucht kam, umso dichter wurde der Nebel. Der warme Dampf schlug sich in meinem Gesicht nieder, machte die Kleidung feucht. Uah, ekelhaft. Malve landete auf meiner Schulter, schmiegte sich um meinen Nacken. Er keckerte. Ich weiß. Ich will auch nicht, aber wir müssen. Vorsichtig kletterte ich das Ufer des Bachs entlang in die Schlucht hinein. Weit oberhalb von mir musste die Brücke sein, die die Klippen miteinander verband. Ich sah hinauf in den milchigen Schleier der Sonne. Ein Stück weiter hinten war ein dunkler Schatten im Nebel auszumachen. Das musste sie sein, die Brücke. Dort oben war der Raubüberfall auf Valerian geschehen und die Treibjagd und der Einsiedler auch. Ein Schauer lief meinen Rücken entlang. Gut, dass die Hüter diesen gefährlichen Mann gestellt hatten, es ihn nicht mehr gab. Malve war unruhig, kratzte mich am Nacken. Ich hielt den Atem an, lauschte. Ein Ast knackte, der Bach gluckerte. Weiter weg schrie ein Vogel. Ach, beruhig dich, sagte ich leise und strich über seinen Kopf, mehr um mich selbst zu entspannen. Drinnen in der Schlucht roch es heute noch grauenhafter als sonst. So schlimm hatte ich es nicht in Erinnerung. Und wie still es hier auf einmal war. Als ob mich der Nebel einpackte in ein dichtes Bündel Stoff. Mein Marder beruhigte sich nicht. Er grummelte, zwickte mich ins Ohrläppchen, zog es nach hinten und wollte mich abhalten, weiterzugehen. Schluss jetzt, hilf mir lieber, Kröten zu finden, zischte ich. Laut zu sprechen, wagte ich in dieser unwirklichen Stille nicht mehr. Ich tastete die Felsen ab, fuhr in die Spalten, suchte nach Kröten. Wie meine Finger zitterten. Jetzt hab dich nicht so, es ist doch nur ein bisschen Nebel. Wieder fühlte ich in die Ritzen, blies den warmen Dampf davon. Nur eine Kröte finden und dann nichts wie weg von hier. Ein kalter Hauch strich über meinen Nacken. Malve plusterte sich auf, raunte tiefe Drohungen. Stand da jemand hinter mir? Ich drehte mich um. Sah nichts im Nebel, was weiter als eine Armeslänge entfernt war. Den Rücken an den Fels gepresst, nahm ich all meinen Mut zusammen. Ist da wer? Ein Luftzug. Nebel wirbelte auf mich zu, strich über meine Wangen. Ich schrie. Malves Krallen gruben sich tief in meinen Nacken, dass es schmerzte. Er flüchtete auf einen Felsvorsprung, fauchte herunter. Ich spürte eine Berührung an meinem Arm. Eiskalt. Bei Mavanya, eine Hand in meiner. Aber niemand stand vor mir. Ich riss mich los, lief
stolperte über Steine, tastete durch den Nebel, rutschte aus und rappelte mich wieder auf. Ich rannte, bis die Nebelschlucht weit, weit hinter mir lag. Keuchend erreichte ich die Heilerei. Die Tür stand offen und Stimmen drangen heraus. Die brauchte ich jetzt beim besten Willen nicht. Ich nahm den Eingang ins Haupthaus und ließ mich in der Stube auf der Ofenbank nieder. Mein Herz schlug immer noch viel zu schnell. Mutter des Lebens, was war das gewesen? Ich strich über meinen Arm. Dort hatte ich es gespürt. Allein bei der Erinnerung daran stellten sich wieder meine Nackenhaare auf. Ich fuhr mir übers Gesicht, durch meine verfilzten Strähnen und atmete durch. Jetzt war ich zu Hause, weit weg von dort. Alraune sah durch die Tür herein. Ihre Augen weiteten sich. Kind, was ist mit dir? Die Stimmen hinter ihr verstummten. Ich schluckte. Mein Blick fiel auf die offene Tür. Alraune verstand sofort. Entschuldigt mich einen Moment, rief sie über ihre Schulter und zog die Tür ins Schloss. Dann humpelte sie zu mir. Auf ihren Stock gestützt, ließ sie sich neben mir nieder. Also? In der Schlucht, da ist etwas, flüsterte ich. Konnte es immer noch nicht fassen. Hatte ich mir das nur eingebildet? Aber Malve, er hatte mich gewarnt. Lange, bevor ich es gefühlt hatte. Was? Wie sollte ich es erklären? Wirbel im Nebel, eiskalte, flüsterte ich. Alraune warf mir einen schiefen Blick zu. Schon gut, ich wusste selbst, wie dämlich das klang. Und in Zeiten wie diesen machte man den Mund lieber nicht so weit auf. Unerklärliche Wahrnehmungen brachten einen schnell auf den Scheiterhaufen. Nun sah sie die Kratzer an meinem Hals und zog den Riemen der Tasche weg. Wie schaust du denn aus? Ich tastete nach den Wunden, verzog das Gesicht. Blut hatte sich in den Ausschnitt meines Kleides gesogen. Das war Malve. Er hat sich auch erschreckt. Das muss versorgt werden. Komm! Alraune zog mich hoch. Aber die Leute, ja, die können warten. Selbst mit Stock war sie manchmal erstaunlich schnell. Wie sehr wünschte ich mir, dass sie wieder genauso rüstig wäre wie letzten Sommer noch. Schon öffnete sie die Tür zur Heilerei wieder und winkte mir, ihr zu folgen. Ich rollte die Augen. Konnte die Pechsalbe nicht stattdessen auch hier in der Stube aufgetragen werden? War mir doch egal, ob die Leute warteten. Hauptsache, ich musste mich nicht erklären. Bring warmes Wasser mit, rief sie. Mit einer Schüssel voll kam ich in die Heilerei. Am großen Tisch hatte die Moosbacherin ihre gichtigen Hände in Topfenwickel eingepackt. Auf der Bank saß Pater Guntram, hustend, und die Bäckerin mit geschwollener Backe. Beide warteten. Sie alle beäugten mich. Ob es auffiel, dass ich noch immer eine Wolke faulen Eiergeruchs mit mir herumtrug? Bedacht, ihnen nicht zu nahe zu kommen, drängte ich mich an der Kredenz vorbei und murmelte, Mavanya sei mit euch. Die weise Mutter des Lebens lege ihren Segen über dich und auch Escher stehe dir bei, sniefte Pater Guntram. Die Bäckerin nickte nur. Was ist passiert, Verbena? Fragte die Moosbacherin. Alle starrten auf mein blutiges Kleid. Alraune bedeutete mir, mich an den Tisch zu lehnen. Ausgerutscht und in einen Busch gefallen bin ich, in der Nebelschlucht. Wie ich es hasste, ständig zu lügen. Hast du wenigstens Kröten mit? Ich schüttelte den Kopf. Tut mir leid. Sie kniff die Lippen zusammen. Kam jetzt gleich ein Donnerwetter. Schickte sie mich jetzt erneut hin? Keine 10 Pferde konnten mich ein weiteres Mal an diesen verfluchten Ort zerren. Doch sie sagte nichts. Stattdessen sah sie besorgt auf meinen Ausschnitt und tupfte mit dem feuchten Tuch auf meiner Haut herum, anstatt die Wunden ab. War sie blasser geworden? Kaum hörbar flüsterte sie, dein... Ich tastete um meinen Hals, fand das Lederband nicht, strich über mein Kleid, spürte keinen Anhänger. Mutter des Lebens,
Mal was krallen. Hatten Sie das Band durchtrennt? Oder hatte sich der Knoten gelöst? In mir schnürte sich alles zusammen. Mein Amulett in der Nebelschlucht. Alraune warf mir einen beschwörenden Blick zu. Bleib ruhig. Sie griff nach der Schnapsflasche. Jetzt brennt's gleich ein bisschen. Und wie es brannte. Die Blicke der anderen, die alte Angst. Malve ohne das Ebereschenholz, meine Verbindung zur Alba nicht unter Kontrolle zu haben. Am liebsten hätte ich aufgeschrien. Alraune legte ihre Hand auf meine Schulter. Schon vorbei. Bin gleich fertig. Sie schmierte mir Pechsalbe auf die Wunden. Aber was sollte ich nur ohne Alvas Hilfe tun? Ich brauchte den Geist der Magie in meiner Nähe. Er war die einzige Möglichkeit, meine Gabe geheim zu halten. Alraune drückte mir die Schüssel mit dem rötlich gefärbten Wasser in die Hand. Hier, bring Escher das Opfer. Wie gelähmt stand ich da, konnte meinen Verlust nicht fassen. Alraune schubste mich Richtung Tür. Geh, zieh dich um und dann bitte Escher. Auf der kleinen Brücke hielt ich inne und sah dem Moosbach beim Fließen zu. Ich schüttete das rötliche Wasser aus der Schüssel in die Fluten. Escher, ich bitte dich, schick deine Kraft, um meine Wunden zu heilen. Hier, nimm mein Blut, lass es fließen in deinem ewigen Fluss. Das Leben war wirklich ein ewiger Fluss. Wie schnell manche Dinge davontrieben, die einem wichtig waren. Zuerst Valerian und dann das Amulett. Ihn hatte ich ziehen lassen müssen, unfreiwillig und schweren Herzens. Aber diesen Anhänger, den brauchte ich. Der Verbener wird also nichts anderes übrig bleiben, als noch einmal in die Nebelschlucht zu gehen und nach ihrem Anhänger zu suchen. Und derweilen wird sie auch eine andere Entdeckung machen, die ihr Leben ziemlich durcheinander bringen wird. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht und ich bedanke mich recht herzlich bei der Buch am Bach, dass ich auch dieses Jahr wieder dabei sein darf. Und ich wünsche euch allen noch viel Vergnügen beim Eintauchen in Verbenas Welt.